Kai ist 13. Sie wirkt vielleicht ein wenig schüchtern. Aber vor 3 Wochen startete die junge Frau eine in ganz Israel heiß diskutierte Bewegung. Alles begann mit ihrer Rückkehr zur Schule nach dem Shutdown. Drei Tage Schulverbot für die Mädchen, wegen ihrer Kleidung. Doch die Rebellinnen in Jeans-Shorts wehren sich und werden landesweit gehört. An diesem Morgen testet Kai die Vorschriften ihrer Schule erneut. Kais Mutter ist Architektin. Sie unterstützt ihre Tochter. Für sie wäre der Verzicht auf Shorts eine Kapitulation vor den einflussreichen Konservativen Israels. Eines von Kais Fotos war auf der Titelseite. Darauf zu sehen sind 5 Jugendliche von hinten, in Shorts, reglos, als Zeichen des Protests. Andere stellen das Foto nach, im ganzen Land. Innerhalb weniger Tage suspendieren ein gutes Dutzend weiterer Schulen junge Israelinnen vom Unterricht, wegen ihrer Shorts. Überall kommt es zu Kundgebungen. Die Mädchen prangern vor allem eine Ungerechtigkeit an. Sie werden ausgeschlossen, die Jungs aber dürfen weiter in Shorts zur Schule. Schnell wird Kais Schule in Ra'anana zur Zielscheibe massiver Kritik. Die Direktorin will kein Interview geben. Eine Schulrätin der Stadtverwaltung aber spricht mit uns. קוד לבוש, התקנון אומר שמותר לבוא במכנסיים ארוכים או קצרים כל זמן שהם לא קצרים מדי. זאת אומרת, קצרים בערך עד לכאן. גם בנים וגם בנות. גם העקיפה היא שווה. בין שיבוא עם מכנסיים... Wütend ist die Schulrätin auf Kai und ihre Freundinnen nicht. Aber sie weigert sich, diese Debatte zu einem Kampf zwischen Liberalen und Konservativen zu stilisieren. אין כאן איזה עניין שמורה חושבת שזה לא צנוע ובגלל זה אל תבואי ככה. הערך שעומד כאן במרכז הוא ערך של כבוד למקום שבו אתה נמצא. והשאלה היא מה הפרשנות שלנו לאיך מגיעים לבית ספר ממקום של מכובדות, לא ממקום של צניעות. Warum aber wühlt eine einfache Shorts das Land so sehr auf? Weil sich an diesem Stück Stoff die Geister zweier Israels scheiden, die seit der Staatsgründung vor 70 Jahren miteinander im Clinch liegen. Einerseits die westlich geprägte Bevölkerung mit sehr liberalen Sitten. Andererseits eine religiöse konservative Gesellschaft. An einigen Wänden in Jerusalem erinnert man die Frauen sogar daran, wie sie sich kleiden sollen, wenn sie im Viertel unterwegs sind. Männer in Schwarz sind in Israel immer häufiger zu sehen. In diesem Mädchengymnasium, eine Stunde Fahrt von Kais Schule entfernt, sind wir wie in einem anderen Universum. Hier lernen die Oberschülerinnen Zniut, Keuschheit, eine religiöse Norm, für Frauen strenger ausgelegt als für Männer.
C'est la base du judaïsme en fait, d'accord, qu'une femme elle se préserve et qu'une femme elle se... C'est pas ce qu'on appelle un domaine public. La pudeur n'est pas que vestimentaire, la pudeur elle est aussi dans toute une manière d'être, une manière de s'exprimer, que ce soit les mots qui sont peut-être grossiers ou une façon de parler à tue-tête ou aussi des gestes, ou aussi une façon de s'asseoir, une façon... C'est tout un ensemble. Zwingende Vorschriften. Ein Universum ohne Jungs. Sharon und ihre Freundinnen sind ausgewandert aus Frankreich, um sich in Israel der Religion zu widmen. Là, on va aller dans ma chambre. Déjà, quand je me lève, je fais Netilat. C'est quoi? C'est un rituel qu'on fait chaque matin, on va dire, comme pour se purifier. Donc, on prend le vocal. On va faire 1, 2, 3. 4, 5, 6, et pour le 7e, on fait comme ça. Voilà. Ah, c'est la première chose que tu fais en pleuvant? Ouais, le premier. In Sharons Kleiderschrank hängen keine Shorts, noch nicht einmal Hosen. Sie darf nur Röcke tragen. Par exemple, celle-là, elle est un peu rétrécie, mais bon, ça, c'est à cause de moi, c'est parce que je suis pas très bonne en lessive, mais normalement, ça dépasse pas les genoux. C'est, on va dire, la pudeur, c'est-à-dire on va pas tout montrer le corps, c'est-à-dire qu'on va respecter genre les coudes, on va pas mettre les tirs jusqu'à là, on va pas montrer les genoux. On a ah oui, même toi, t'as pas de en septembre. Ça va? Ouais. Alors, c'était comment? Ça va, c'était bien. T'étais stressée? Non, pas du tout. Der Streit von Ra'anana gelangte bis ins Internat. Ah non, on n'est pas censé partir. Donc, moi, je pense que c'est pas une bonne idée, parce que voilà, c'est vraiment provoquer les garçons. C'est pas une tenue pour aller à l'école, quoi. C'est, enfin, voilà, si elles veulent aller à la plage comme ça, d'accord, mais à l'école, il faut avoir un minimum de pudeur, quoi. Mais c'est des règles vraiment qui sont pour nous, pour notre bien. Et c'est pas des règles qui nous font aller dans le mauvais chemin, c'est des règles qui nous font aller dans le bon chemin pour être des bonnes filles, je pense. Je trouve que c'est mieux par rapport à moi-même. Je me sens même plus respectée comme ça. Et ça montre une facette de moi, ça veut dire qu'on va me regarder pas pour mon physique, mais peut-être pour l'intérieur de moi-même. Le code vestimentaire obligatoire. Auf den Schulwegen überwacht Rabbi Kling die Regeln zur Keuschheit. Lorsque le peuple est revenu sur la terre d'Israël, c'est dans un but de recréer un foyer juif en Palestine. Donc recréer un foyer juif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une différence essentielle, c'est qu'on va vivre selon les règles du judaïsme. Sinon, on n'a absolument rien fait. Sinon, c'est la même chose que quand les juifs se trouvent à Sarcelles ou quand les juifs se trouvent à New York. Rabbi Kling hat recht. Das heutige Israel ist kein laizistischer Staat. Auf der Straße, in der Regierung haben die Religiösen bei fast allen großen gesellschaftlichen Themen ein Wort mitzureden. In Ra'anana, im Kampf zwischen weltlich Orientierten und Religiösen, hat Kai gewonnen. נכנסתי לא אמרו לי כלום, וכל הבנות שאלו אותי, אמרו לך משהו? אמרתי לא, אמרו מה, כאילו הם היו בשוק שלא אמרו לי כלום. כן, זה משמח שכבר לא מהירים ושמבינים אותנו. לא מסתכל, אפילו לא הסתכלו לי על המכנסיים, פשוט נכנסתי כאילו הכל רגיל. Die Jugendlichen wissen, welche Lawine an Reaktionen sie innerhalb weniger Tage provoziert haben. מלא מפורסמים. המון עמודים, וגם בטיקטוק היו המון סרטונים, ובפייסבוק, המון. בלי התמיכה הזאת, התמיכה הזאת היא חלק נורא גדול מכל העניין הזה, ובלי התמיכה הזאת לא היה קורה כלום. Ist das die Macht der sozialen Netzwerke? Ein eher günstiges politisches Klima? In Israel kommt das Thema jedes Jahr wieder auf den Tisch. Schülerinnen demonstrieren für Shorts in der Schule, aber bislang ohne Erfolg. שזה לא יהיה רק אנחנו, ואני חושבת שזה הרבה יותר רק מהמכנסיים הקצרים, שבאמת למדנו שיעור לכל החיים, של לא לוותר, ואם אנחנו חושבות משהו, אז להילחם עליו עד שיקשיבו לנו על מה שיש לנו להגיד. Für die drei Jugendlichen ist der Kampf hier zu Ende. Zurück geht es in ihr Leben von davor, zur Sorglosigkeit der Schuljahre. Ja.
זאת לדעתי פגומה כזאת וגדולה. זה צעדת השרמוטות, אני נותנת לפעילות שלנו שמחלקות, אתם רוצות... Aber für Bracha und viele Frauen in Israel ist der Kampf noch lange nicht vorbei. Zu Tausenden demonstrierten sie noch vor wenigen Tagen in Tel Aviv gegen Frauenmorde. The conversation about their clothes is rising each year, as if they are some object that you need to discuss if they are behaved well enough to go into society or not. They're realizing this injustice at a very young age, and they won't be able to turn it off. They'll go to the army and they'll see it, and then they'll go to work and they'll see it. In der bunten Menge demonstrieren tausende Israelinnen gegen die Machos. Eine Gesellschaft geprägt von Rabbis und Soldaten. Our signs say still not asking for it. Not asking for rape, not sexual violence, not murder. We deserve respect no matter what we're wearing. Der Kampf geht weiter. In Schulen, auf der Straße. Die Religiösen wollen den öffentlichen Raum kontrollieren. Doch die Rebellinnen in Shorts und knappem Top wehren sich. The religious party in the country will always be a part of the way we work here, but not. I mean, we have our opinion, the opinion of the non-religious people, and we won't let them like take over the way we feel and our public spaces. There will always be a fight about it. Es ist ein Existenzkampf. Doch die Natur ihres Staates können die Nicht-Religiösen kaum ändern. Das ist das Paradox Israels. Einst gegründet, um Juden aufzunehmen. Wäre der Nationalstaat des jüdischen Volkes nicht mehr religiös orientiert, verlöre er einen Teil seiner Bestimmung.